Ich möchte euch einmal kurz ein paar Tipps und Hinweise geben für den Platzaufbau. Das heißt, wie ihr idealerweise oder meiner Meinung nach idealerweise euren Platz aufbaut. Wichtig ist, dass alles, was man so braucht während dem Angeln, in Griffweite ist. Also es ist immer schlecht, wenn man den Platz verlassen muss, wieder irgendwie nach hinten laufen muss, sich was holen muss aus der Tasche. Das heißt, alles, was man so üblicherweise braucht, griffbereit. Ich nutze da gerne jetzt, jetzt haben wir hier noch einen Fisch zwischendrin, den können wir auch mal zeigen. Sind hier unterwegs gerade beim Method Feeden. Und jetzt haben wir hier, glaube ich, einen Brassen. So, ihr seht schon, Kescher muss immer bereit sein, aber da komme ich gleich noch mal zu. Oh, der hat einmal kurz das Video gestört. So, weiter im Text nach der Unterbrechung. Also ihr habt schon gesehen, Kescher muss immer bereit liegen, ist die erste Sache. Kescher immer, ich habe meinen immer hier vor dem ersten Bein hängen, da ist er fest fixiert, kann ich nach vorne rutschen und ist immer griffbereit mit meiner linken Hand, je nachdem auf welcher Seite ihr euren Kescher habt, vielleicht auch auf der anderen Seite. Ansonsten habe ich hier gerne unsere Tabletts im Einsatz, habe vor allem immer eins auf der linken, eins auf der rechten Seite. Auf der linken Seite habe ich immer mein Futter und meine Köder. Heute sind wir zum Method Feeder unterwegs, da habe ich ein paar Pellets, ein bisschen Futter und die geeigneten Dumbbells, Boilies und eine Hakenbox voll mit Haken. Auf der anderen Seite habe ich dann meistens so die Tackle-Sachen, die ich noch brauche. Habe jetzt hier zum Beispiel meine Box mit verschiedenen Method-Feeder-Zubehör. Falls jetzt mal ein Korb abreißt oder man möchte mal was probieren, vielleicht ein kleineres Körbchen, größeres Körbchen, dass man einfach alles, was man so während dem Angeln braucht, griffbereit hat. Dann habe ich hier hinten immer noch zum Nachfüllen quasi jetzt hier zum Beispiel meine Tasche. Das kann aber auch zum Beispiel eine Kühltasche sein mit weiteren Ködern, mit Getränken, mit Futter, dass sie einfach griffbereit hinten dran steht in der Nähe. Ich habe hier hinten noch ein drittes Tablett dran, das ist jetzt nicht zwingend notwendig. Da habe ich dann zum Beispiel immer mein Essen dabei, wenn ich jetzt längere Zeit angeln gehe, den ganzen Tag, habe ich auch was zu essen dabei, was zu trinken. Habe ich immer hier hinten, dass es mich während dem Angeln nicht stört, aber ich trotzdem alles hier in meinem Bereich habe, wo ich drankomme. Dann vielleicht noch zur Routenablage. Ich benutze das immer gerade beim Method-Feedern oder beim nicht aktiven Angeln. Das heißt, auch wenn ich jetzt auf Brassen oder Karpfen klassisch feede, eine Kombination aus Feederarm und, was ich auch sehr gut finde, hier hinten aus diesem verstellbaren Routenhalter. Feederarm ist klar, den kann ich im Winkel verstellen, kann den rechts, links schieben, rausfahren, nach innen fahren, kann verschiedene Routenablagen darauf montieren. Aber ich lege gerne dann meine Rute komplett sauber ab, dass sie jetzt nicht die ganze Zeit, wenn ich mich bewege, meine Spitze wackelt. Und dann nutze ich hier hinten diesen Halter. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen näher rankommen. Und zwar ist der quasi hier auch mit so einem Schnelladapter am Kiepenfuß. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, hier überall zu verstellen. Das heißt, ich kann nach oben, nach unten, kann das Ganze drehen und kann quasi auch zusätzlich noch an der Sitzkiebe das Ganze schwenken. So, auch wenn das es jetzt auch nicht stört, wenn ich jetzt hier ein Tablett habe. Also ich kann das jetzt natürlich nicht so stellen, weil da das Tablett in der Nähe ist. Aber dadurch haben wir hier ein bisschen einen längeren Arm, können das ein bisschen nach innen drehen und kommen noch am Tablett vorbei. Ich montiere es gerade wieder. So. Kommen hier, seht ihr, am Tablett vorbei. Ich kann das Ganze dann einfach so einstellen, dass quasi meine Fiederspitze ganz knapp über der Oberfläche steht, so wie jetzt so 10 cm. Und ja, auch ein recht hilfreiches System finde ich da hinten, um seine Rute einfach gut zu positionieren. Nehmt euch auf jeden Fall eine Ablage, wo man auch seine Rute einklemmen kann. So wie hier, die ist gummiert, da kann ich meine Rute reindrücken, auch wenn ich jetzt mal einen brachialen Biss bekomme und vielleicht gerade hier im Futter rühre oder einen neuen Haken montiere, dass die Rute einfach gesichert ist und nicht irgendwie vom Fisch reingezogen wird. Alternativ kann man natürlich, gerade wenn jetzt schlechtes Wetter gemeldet ist, entweder nochmal hier einen Köderschirm mitmontieren. Der hat ja auch einen verstellbaren Arm, den kann man jetzt hier hinten dann hochfahren und schön über seine Köder machen. Entweder bei Hitze, dass einfach die Maden, Lebendköder vor allem geschützt sind vor Sonne. Oder alternativ angle ich jetzt gerade bei Regen auch gerne mit unserem Feeder Side Tray. Da kann man einfach den Deckel schließen, wenn es regnet, aufmachen, Köder befüllen, Futterkorb befüllen, rauswerfen, Deckel wieder zu. So bleibt das Futter trocken. Es ändert nicht die Konsistenz, weil irgendwie Regenwasser reinkommt.
kann man dann auf diese Seite positionieren und auf der anderen Seite kann man dann eben die Sachen legen, wie jetzt die Futterkörbe, Haken und so weiter, wo jetzt auch nicht schlimm ist, wenn das nass wird. Hakenbox, die sind auch aus Kunststoff mit einer Dichtung, also die kann ich auch hier im Regen liegen lassen und habe dann in meinem Feeder Sideway tatsächlich nur die Sachen, die nicht nass werden dürfen, das Futter, die Köder. Und genau, also wie gesagt, wichtig, alles rundherum erreichbar. Ihr seht es ja, ich habe hier fast rundherum irgendwas verbaut, sodass ich wirklich während dem Angeln mich aufs Angeln fokussieren kann, habe alles, was ich brauche in der Nähe. Ja, nur so ein paar kleine Tipps zum Aufbau eures Setups. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Und ich wünsche auf jeden Fall Petri Heil am Wasser.